Hallo, grüßt euch zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Schauen wir uns doch heute mal aus der Serie raus ein E-Bike komplett zerlegen, wieder aufbauen. Mal das Thema Gabel an. Dämpfer und Gabel, zwei Komponenten am Fahrwerk, Rad am Fully, sind so ein Thema, wo man auf sich persönlich sehr, sehr stark einstellen muss und es auch pflegen muss, diese Einstellung. Das sind keine Bauteile, die man einfach nur beim Händler abholt und dann sagt, ja gut, komm, die Grundkonfiguration, wo der Händler so an sich mal draufhaut an Luft, ist okay. Da muss man selber ein ganz klein bisschen mehr auch mit einbringen. Deswegen auch heute die Folge zum Verständnis, was ist an der Gabel überhaupt alles dran? Wir haben jetzt hier eine Gabel von RockShox, also zum SRAM-Konzern, für so einen Straßenpreis um die 400 Euro. Da sind wir eigentlich erst in dem Bereich von Dämpfer und Gabel in der Einstiegsklasse. Da geht deutlich mehr. Also wenn ihr mal gerade nachschaut, der geht dann irgendwann mal in die Fox Factory Serie hinein. Da sind dann mal geschwind 2.500 Euro für eine Gabel. Nichts. Jetzt bitte sagt ihr, bevor die Kommentare volllaufen, das ist völliger Wucher. Es ist einfach so, für die, die das einfach als richtigen Sport betreiben, das Radfahren, das Mountainbiken, wie auch immer, und so ein Rad an seine Grenzen bringen im Bikepark, macht eine Gabel aus so einer Klasse definitiv Sinn, aus einer hochpreisigen Klasse. Für alle die, wo sagen, ja klar, ich kann auch mal nur am Wochenende chillig zur Eisdiele fahren, reicht so eine Gabel natürlich auch völlig aus. Deswegen ist immer wieder abhängig da davon, von meinem Zweck, wo ich auch ein bisschen unterwegs sein möchte. Vom Typ her haben wir die Rikon RL mit dem Federweg von 150 mm. Thema Federweg haben wir schon mal hier. Das ist genau dieser Bereich, drehen wir sie mal rum. Das ist genau dieser Bereich, wo diese Federgabel einfach dann arbeiten kann und einfedert. Und da haben wir schon mal eine der Komponenten. Klar, das Ding federt ein, nimmt einfach Stöße raus und bringt einfach Sicherheit, Traktion und vor allem beim, sage ich mal, ernsthaften Mountainbiken im Wald, auf dem Trail, wo es wirklich dann auch auf eine artgerechte Haltung von einem Fully ankommt, dann halt einfach auch Sicherheit und vor allem halt auch, ja, Traktion, die man einfach über eine Wurzel hinweg einfach auch behalten möchte, sowohl im Up- als auch im Downhill. Deswegen muss sie einfach sauber eingestellt werden. Eine Gabel als Komfortelement, wie am SUV oder am normalen Fahrrad, klar, um einfach auch gewisse Stöße aus dem Lenker rauszunehmen, ist ab und zu kein Fehler. Aber auch wenn ein Schlagloch kommt, auch die Traktion zu behalten, ist bei so einer Gabel ein relativ wichtiger Punkt. Schauen wir uns doch mal an, was haben wir an der Gabel alles. Klar, wir haben einmal oben das Teil, wo der Lenker dementsprechend dran sitzt. Ich gehe auch auf Basics heute ein. Das ist natürlich jetzt keine Folge, wo wir jetzt das High-End-Einstellen von einer Gabel machen möchten und können, weil auch gewisse Funktionen, die Gabeln haben aus dem Bereich von 2.500 Euro, haben wir hier halt an der Gabel für 400, 500 Euro auch nicht, muss man auch mal ganz sagen. So Low-Speed-Compression, High-Speed-Compression, das haben wir hier mal nicht. Also deswegen, darauf brauchen wir heute gar nicht eingehen. Wir haben einmal so den Gabelschaft hier oben, wo wir unseren Lenker nachher auch drauf montieren und wo auch diese ganzen Lager sitzen im Steuerlager oben drin am Fahrradrahmen. Diese Steuerlager, schon mal ganz kurz vorab da, die müsst ihr auch zukünftig oder immer pflegen. Je nachdem, wie man den umgeht, sind die auch nach mehreren tausend Kilometern einfach verschlissen und es ist kein Bauteil, wo dauerhaft hält. Deswegen Lenkkopflager, Steuerlager oben müssen einfach auch gepflegt werden und halt auch wirklich mal gewartet werden, wenn sie durch sind, müssen einfach da oben neue rein. Die sitzen genau in diesem Bereich, wo die Gabel quasi gehalten wird am Rahmen. Dazu mache ich aber nochmal eine separate Folge zu so einem Einbau von der Gabel, wenn wir das Bike wieder aufbauen. Dann schauen wir uns die Sache einfach auch mal dementsprechend an. Wenn wir von oben runter gehen, haben wir hier an der Gabel eine kleine Besonderheit oder mittlerweile nicht mehr. Wir haben hier oben einen Ring dran, der uns diesen Lenkwinkel ein ganz klein bisschen begrenzt. Das heißt, wir können den Lenker eigentlich physisch nur einschlagen auf so plus minus 90 Grad. Macht aber auch irgendwie Sinn, weil eine steilere Kurve zu fahren wird dann schon irgendwie schwierig und den Lenkwinkel zu begrenzen ist auch gerade zum Thema, man verbiegt sich irgendwelche Leitungen und sowas, mit Sicherheit kein Fehler. Deswegen diese Lenkwinkelbegrenzung haben mittlerweile eigentlich relativ viele Radschler eingebaut. Finde ich auch so als Funktion, haben nie gestört und auch noch nie wirklich gebraucht. Aber trotz allem, wenn ein Rad mal umfällt und es unglücklich fallen könnte, verdreht es halt ja auch keine Leitungen, weil der Stopp ist halt hier oben im Oberrohr. Dann schauen wir uns mal weiter nach unten durcharbeitend auf so einer Gabel. Wir haben auf der Gabel oben zwei Verschlusskappen, auf die wir mal eingehen möchten. Drehen wir sie gerade mal ein bisschen rum. Das sind einmal die Seite hier, das heißt eine Kappe und ein Einstellring.
Hier oben haben wir dahinter so ein kleines Autoventil, wo man Luft in die Gabel reinbringen kann, in die beiden Tauchrohre von der Gabel, die hier drin arbeiten. Wir haben eine Luft- und wir haben eine Ölseite. In der Luftseite kann ich meine Grundkonfiguration von so einer Gabel quasi einstellen und den kann ist falsch, ist ein Muss. Hier drüber kann ich einstellen einfach meinen Federweg, den ich brauche, damit ich persönlich mit meinem Körpergewicht und mit meinem Radtyp vernünftig und gescheit fahren kann. Wie viel Luft ich da reinbekomme über eine Dämpferpumpe, muss man sich auch noch separat dann zulegen, aber keine Panik, gibt es ab 30 Euro. Dann kann ich dann einfach hier die Luftkammer füllen, kann einfach die Grundhärte, sage ich jetzt mal, einfach einstellen. Wichtig, für alle die jetzt sagen, ja, woher weiß ich, was da drin rein muss. Ihr müsst im Dämpfer auch einfach einen 30%igen plus minus Sack in der Gabel haben. Das heißt, die Gabel muss quasi, wenn ihr auf das Bike draufsteigt und einfach nur Grund belastet, solltet ihr hier einen 30%igen Eintauchweg haben, damit, wenn ein Schlagloch kommt, das Rad auch genügend Platz hat, nach unten auszufedern und ein Loch wieder dementsprechend herauszukommen. Diese Einstellung mache ich über den Druck, den ich hier oben über das Ventil an Luftdruck hineinbekomme. Und für all die sich jetzt fragen, woher weiß ich, was da rein muss an Druck? Es gibt bei allen Gabeln, im Handbuch steht es drin, deswegen da ist oftmals Google dein bester Freund, mal nachzugucken, was darf an Maximaldruck in so eine Gabel rein, aber auch was muss bei meinem Körpergewicht ungefähr an meine Gabel rein. Hier haben wir den Vorteil, hier ist ein kleiner Kleber drauf, auf der Gabel, auf dem steht drauf genau, wie viel, also genau steht drauf, wie viel Druck ihr ungefähr hineinbekommen müsst für euer Körpergewicht, dass ungefähr die Federung dementsprechend stimmt. Das sind aber Richtwerte. Da muss man immer schauen, diese 30% oder 20% Sag, also negativ Federweg, wo die Gabel einfährt in der Grundbelastung, ist eigentlich der Hauptindiz, wo ich schon mal ganz entspannt sehe, ja, das passt eigentlich. Deswegen, die Luftkammer an so einer Gabel, die sich hier befindet, ist eins der wesentlichen Einstellelemente, gerade auch bei günstigeren Gabeln, wo man einfach was tun muss, damit das Radfahren einfach Bock macht und Spaß macht. Weil es immer wieder auch, wenn ich viele Menschen um mich herum sehe, dass oftmals dieses Thema Gabel und Einstellen vom Luftdruck in so einer Gabel gar nicht wirklich großartig beachtet wird. Dabei ist aber noch eines vielleicht auch wichtig. Ihr müsst so eine Gabel auch über die Zeit einfach pflegen. Also wenn ihr so eine Gabel auf dem Tisch liegen habt oder am Rad habt, besser gesagt, ich auf dem Tisch liegen habe, guckt mal nach, ob Druck noch stimmt mit dem, wo ihr eigentlich drauf habt, überein. Verliert auch mal Druck so eine Gabel irgendwann. Kleine Luftkammer wird auch mal vielleicht undicht, ja. Deswegen pflegt so eine Gabel einfach auch. Putzt das Rad von euch, dass einfach die Tauchrohre sauber bleiben. Allen Dreck, wo ihr auf den Tauchrohren drauf habt, arbeitet natürlich volle Kanne auch in die Dichtungen ein und irgendwann verschleißen auch die Materialien. Deswegen eine Pflege ist da ganz, ganz wichtig an so einer Gabel. Deswegen nicht nur einfach einmal einstellen und denken, ja gut, ist die Welt. Nee, eine kleine Pflege macht hier schon wirklich richtig Sinn. Das ist die eine Seite. Die Luftkammer, wo ich quasi meinen Grunddruck einstelle, wo ich meinen Grundfederweg einstelle, macht einen ganz, ganz wichtigen Punkt aus am Fahrkomfort und an der Gabel. Und das sehen wir schon in vielen Punkten. Auf der anderen Seite haben wir hier oben noch so eine kleine Kappe, wo wir die Grundkompression nochmal einstellen können. Einfach gesprochen, an diesem Einstellrädle kann man einfach die Gabel sperren oder die Gabel komplett öffnen. Komplett öffnen muss ich natürlich, klar, wenn ich sie einstelle auf mein Grundkörpergewicht, mache ich sie komplett auf und stelle sie dann einfach auf mein Lieblingsrad einfach ein. Wenn ich sage, okay, ich möchte einfach weniger Energie in der Gabel vorne verlieren, dann stelle ich die Gabel einfach dementsprechend auf härter, dann mache ich die Gabel weiter zu, sie federt nicht mehr so arg weit ein und ich kann da schon mal meine Grundeinstellung setzen, wenn ich, was ich auch haben möchte als Lieblingsfahrkomfort. Ach, ist immer so eine Sache. Im Alltag bin ich da jetzt kein Freund davon, an diesen Hebeln jeden Tag wieder Tour rumzuschrauben, weil ich fahre so ein Fahrrad ja auch bei mir oftmals als Alltagsfahrrad und da muss es halt einfach passen. Da mache ich mir morgens keine große Mühe. Und gerade eine Gabelklasse wie jetzt hier für 400-500 Euro, ich glaube, das ist auch kein großes Thema, das jeden Tag umzustellen. Bei einer Gabel wirklich aus dem High-End-Segment, da macht es schon irgendwie Sinn, wenn einer wirklich im Downhill-Sport unterwegs ist oder auch ein Mountainbike-Rennen bestreiten möchte, da macht es Sinn, sich dann nochmal wesentlich feiner auf dieses ganze Thema Einstellen von Gabel und Fahrwerk ein bisschen zu beschäftigen und ein klein bisschen mit einzuarbeiten. Dafür reicht dieses Video definitiv nicht. Es geht um Basics, was ich als Normalo hier alles einstellen können will und auch ab und zu muss. Soweit haben wir hier diese beiden Rohre, einmal die Luft, einmal die Ölseite und soweit alles gut. Wichtig ist aber auch bei Gabeln, und da habe ich eine ganz klare Meinung für mich persönlich gefunden, diese Gabeln müssen zum Service.
wie auch eine Wehrstütze zum Service muss oder selber geserviced werden muss und, und. Die Sachen, wie gesagt, verschleißen, da kommt Dreck rein, da muss man einfach auch mal die Dichtungsringe auswechseln. Eine Gabel ist kein Bauteil, was 20 Jahre am Fahrrad fährt und nie eine Wartung erfährt. Immer wieder lese ich in vielen Kommentaren, muss ich sowas überhaupt zum Service einschicken oder habe ich auf dem Ding überhaupt Garantie? Das ist immer so ein bisschen meine persönliche Meinung, schmunzeln dabei. Meine persönliche Meinung dabei, diese Gabel muss auch zum Garantieerhalt alle x Betriebsstunden eingeschickt werden zum Hersteller. Googelt mal nach, was bei eurer Gabel die Service-Intervallstunden sind. Das sind nicht viele. Bei mir sind es irgendwas gewesen um 200 Betriebsstunden an meiner Gabel. Und wenn ich überlege, ich fahre jetzt viel im Alltag, ich fahre schon allein pro Tag fast 2 Stunden Rad, um nur meine Alltagsstrecken in den Griff zu bekommen, dann bin ich nach 100 Tagen, sprich nach gerade mal 3 Monaten, auf der Service-Intervallschwelle. Da schicke ich jetzt noch keine Gabel ein, meine Meinung. Wenn ihr jetzt aber sagt, ihr müsst wirklich den Garantieerhalt von der Gabel haben oder ihr geht auch in den Bikepark aktiv und ploggt so eine Gabel, auf Schwäbisch gesagt, richtig durch, dann schickt die bitte auch zum Service ein und macht diese Service wirklich nachhaltig. Ich habe einen Radbuddy, der hat jetzt in den letzten 3,5 Jahren keinen Service seiner Gabel gemacht und mittlerweile ist sie halt he. Deswegen ist die Überlegung, da wäre ein Service drin immer ganz sinnig gewesen, aber mein Gott, so ist es halt einfach. Meine Meinung ist einfach ganz klar, wenn ich wirklich mit diesem Thema Hardcore umgehe und so eine Gabel an die Grenzen bringe, macht die Service oder macht sie einfach selber, damit ihr einfach auch Sicherheit habt. Weil es macht, glaube ich, keinen Bock, wenn ihr einen Durchschlag an so einer Gabel habt und die kommt nicht mehr raus und ihr schlagt böse ein, liegt auf der Nase. Schlechte Idee. Bei mir eher SUV-Straßenrad genutzten Fahrrad, wo ich im Alltag im Straßenverkehr nutze, da ist für mich jetzt die Gefahr persönlich für mich ein bisschen geringer und da kann ich auch mal ein Serviceintervall mal rausziehen. Keine Frage, auch im Thema Kostenersparnis, da muss man auch sehen, wo man die Kirche im Dorf lässt. Aber jeder, wo er auch ein bisschen seine Richtung hat. Ein ganz wichtiger Punkt. Nur generell, Service machen ist mal immer mal ein Muss und die Pflege ist auch immer wieder mal ein Muss. Das gehört dazu. Soweit, gehen wir weiter. Dann haben wir jetzt einmal dieses Unterteil von der Gabel, an dem wir noch ein paar wichtige Sachen dran haben, die wir ein bisschen reden müssen. Hier klar, laufen die Tauchrohre von der ganzen Gabel drin. Und wir haben jetzt noch mehrere Schrauben an der Gabel, um irgendwas festzumachen. Einmal hier diese Schutzblechaufnahmen. Ja, okay. Hängt dann gleich ein bisschen davon ab, je nachdem, was er auch für einen Gabeltyp fahrt. Fahrt er eine reinrassige Mountainbike-Gabel, wird es diese Aufnahmen wahrscheinlich nicht geben. Hier oben haben wir noch ein paar Löcher drin, hier an dem Bogen, dass man hier einfach sagen kann, ich kann hier noch ein Mudguard festmachen und ein Schutzblech, was im Winter mit Sicherheit kein Fehler ist. Wenn es auch am Mountainbike potthässlich aussieht, das ist einfach meine persönliche Meinung, aber ich fahre es im Winter halt auch, weil ich oftmals lieber gerne ein Mountainbike fahre als ein SUV. Und wenn es halt dann matschig wird oder Schnee wird, sollte ich halt auch noch irgendwie halbwegs sauber am Ziel ankommen. Aber gut, soweit der Gedanke dazu. Wenn wir runtergehen, weiter zum Thema Rad, wo das Rad drankommt oder das Laufrad reinkommt, haben wir noch ein paar Aufnahmen mehr. Einmal haben wir hier unsere Aufnahme für die Bremszange. Ich denke, ein relativ wichtiger Punkt am Rad, dass man einfach vernünftig zum Stehen kommt. Müssen ein bisschen hier aufpassen bei diesen Aufnahmen. Es ist immer eine Freigabe da von der Gabel, von dem Durchmesser der Bremsanlage, was die an Kraft auf so eine Gabel übertragen kann. Weil klar, jede Bremsung, die ich auslöse hier unten, landet mir irgendwie in den Tauchrohren, aber auch von der Kraft her auf dem Steuerkopflager. Was natürlich beides zum Verschleiß bringt. Deswegen, da müsst ihr einfach ein bisschen drauf achten, dass man guckt, was maximal an der Gabel geht. Das sollte man auch nicht überreizen, auch wenn man eine größere Bremsscheibe drauf machen möchte auf ein Rad, guckt mal lieber nach beim Hersteller von der Gabel, was überhaupt zulässig ist. Genauso aber auch am Hinterbau gilt das Gleiche auch, vom Rahmenhersteller dann, was kann der Hinterbau ab, damit da nichts schief geht bei einer Bremse. Und wie groß darf die Bremsanlage sein? Deswegen, hier ist drauf eine 203er Bremsanlage, für ein Mountainbike eine völlig übliche Bremsgröße mittlerweile, um einfach viel Kraft auch schnell wegzubekommen. Und dafür kann das die Gabel auch. Aber da müsst ihr wirklich schauen, was eure Gabel kann. Da einfach nach oben gehen, unbegrenzt, würde ich da nicht. Klar, diese Löcher sind gebohrt für oftmals Bremsscheiben für 180 mm. Wenn ihr größere fahrt, müsst ihr halt vom Hersteller eures Bremszange die Adapter besorgen, dass ihr die nach oben bekommt und den höheren Abstand hinbekommt. Kleiner Ausflug noch dahin. Wenn ihr Bremszangenadapter euch bestellt, bestellt bitte die von eurer Bremszange auch dazu passen. Also nicht irgendwas, wo ihr es im freien Markt findet für
3,50 Euro, sondern die, die auch Magura zu Magura, SRAM zu SRAM, Shimano zu Shimano. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und dann kann man auch hiermit wirklich lange, lange Spaß haben und auch die Bremse anpassen an die, oder halt die Bremszange an den Umfang eurer Bremsscheibe. Lass uns aber auch noch schauen. Hier unten an der Gabel haben wir noch so einen kleinen Einstellhebel. Den kann man einmal in die Richtung um 3 Klicks drehen. Und den kann man noch in diese Richtung um 2-3 Klicks drehen. Und hier drüber ist auch schon schön beschriftet, um was es hier eigentlich geht in der Gabel. Den Knopf werdet ihr an allen Gabeln unten haben. Der Rebound. Und den kann man jetzt hier einstellen, einmal langsam und einmal schnell. Was heißt es überhaupt? Rebound heißt folgendes, wie die Gabel jetzt hier halt ihren Ausfederweg wieder findet, wie schnell sie wieder aus dem Schlagloch herauskommt, kann man jetzt hier einfach einstellen. Oder über die Wurzel, wenn man drüber kommt und er federt quasi ein, wie schnell kommt die Gabel wieder zurück. Ja, aber das ist wichtig. Wenn ihr das zu stark einstellt, habt ihr das Problem, dass ihr einen Tennisball-Effekt habt und ihr quasi aus dem Loch herausgeht. Schossen werdet, wie auch immer es nennen mag. Aber hier kann man einfach einstellen, wie schnell die Gabel sich wieder erholt, nachdem sie schlichtweg mal zusammengestaucht wurde. Ein Punkt an der Gabel, der mit Sicherheit nicht so ganz unwichtig ist und auf den man wahrscheinlich auch achten soll, im ganzen Setup, wie stelle ich meine Gabel auf mein persönliches Verhalten ein. Klar habe ich jetzt hier bloß begrenztere Möglichkeiten. Ich kann jetzt in beide Richtungen nur ein paar Klicks gehen, was klar bei so einer Gabel auch völlig logisch ist. Bin ich wieder im High-End-Gabelsegment, habe ich natürlich hier viel, viel mehr Einstellmöglichkeiten und noch viel genauere Einstellmöglichkeiten. Noch zum ganzen Schluss, ganz unten an der Gabel, haben wir dann noch unsere Aufnahme für unseren Laufrad, unser Reifen, mit hier einer ganz normalen Achse drin. Die Achse sollte man auch ein bisschen pflegen, ein bisschen fetten, weil die müsst ihr auch mal zur Not beim Reifenwechseln im Wald, Radweg, Trail, wie auch immer herausbekommen, wenn ihr mal einen Platten euch einfahrt. Deswegen hier wiederum Pflege, gut fetten und halt vor allem beim Putzen einfach sauber halten. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich wirklich sage, wichtig muss einfach sein. Noch zur Aufnahmebreite. Man muss auch ein bisschen schauen. Mittlerweile bürgert sich ja so ein bisschen das Thema Boostbreite bei Reifen oder Achsmaßen ein ganz klein bisschen ein. Das ist ein 4, 5, 6 Jahre ein Thema, wo einfach mehr und mehr kommt. Achsbreiten von den Laufrädern einfach breiter werden. Hat einfach den Sinn, wir haben immer größere Schaltungsgruppen, wir sind mittlerweile bei 12-fach, sogar bei 13-fach Schaltung angekommen. Die müssen irgendwo hin, diese großen Kassetten. Und deswegen werden diese Aufnahmen auch ein klein bisschen breiter, damit man sie ins Rad vernünftig hineinbekommt. Ihr müsst immer schauen, habt ihr eine Achse, die geboostert ist oder nicht geboostert ist. Dementsprechend sind einfach diese Abstände hier einfach geringer. Das macht auch diesen Mythos beim Gabel nachkaufen oder eine Gabel nachbestellen oder eine schöne Gabel raussuchen, welche ich gern haben möchte, immer so schwierig. Ich habe x Maße, die ich einfach beachten muss. Einmal habe ich einmal hier die Achsdurchlänge, sprich einmal hier geboostert oder ungeboostert. Ich habe einmal meinen Federweg, den ich haben will, was auch nicht ganz unwichtig ist. Ich habe einmal die Laufradgröße, ob 650B, 29er oder was auch immer ich hier ein Laufrad hineinbekommen will und muss, wird einfach der Weg einfach dementsprechend länger. Jo, und dann muss man halt auch noch ein bisschen schauen, welche Gabel ich persönlich dann auch noch gerne haben möchte von meinem Fahrprofil her, wo ich einfach für mich hin möchte. Seht, das Thema Gabel und Dämpfer, das ist keine Entscheidung, die ich so geschwind irgendwie sage, ja komm, kaufe ich mir irgendwas. Man muss da relativ viel Gedanken mit hineinfließen lassen, damit das richtige Teil auch für sich dementsprechend holt. Deswegen für mich auch immer ganz, ganz wichtig, wenn ich mir ein Fahrrad hole und mir ein E-Bike meines Wunschs einfach aussuche, dann suche ich mir halt oftmals auch das E-Bike aus mit den Grundkomponenten, die stimmen. Sprich, Rahmengröße muss passen, Rahmenmaterial, ob Alu oder Carbon, entscheide ich selbst. Dann aber auch noch das Thema, was ist an Dämpfer und an Gabel dran, weil die Sachen sind einfach im Preis nachher relativ hoch, wenn ich sie austauschen müsste. Und so habe ich schon in meinem Fahrrad mit dabei. Eine Bremsanlage kann ich problemlos auswechseln, genauso kann ich auch eine Lichtanlage gut auswechseln. Alles Dinge, die man nachher noch tunen kann an jedem E-Bike. Aber Thema Gabel und Dämpfer würde ich schon im Kauf meines Fahrrades beachten, dass diese Sachen stimmen, also nachher hauen die richtig zu Buche. Wenn ich vor allem auch ein bisschen ambitionierter und ein bisschen artgerechter gerade mit dem Fully unterwegs sein möchte, dann brauche ich einfach eine hochwertigere Gabel. Wenn ich sage, okay, ich hole mir einfach ein SUV oder ein Straßenrad, dann bin ich auch mit einer Gabel aus einem günstigeren Segment super, super cool zu Hause. Deswegen, da muss man auch ein bisschen schauen, immer wo man hin möchte. Aber nicht den Fehler machen, so auf Schwäbisch gesagt, ja, ich brauche ja nur. Und ich gehe nachher in den Wald und lege mich auf die Nase, weil das Fahrwerk für mich einfach nicht stimmt. Erlebe ich auch wieder jeden Tag. Das ist auch am falschen Ende oftmals gespart, wenn wir auch Schwaben sind.
Soweit die kleine Folge zum Thema Gabel. Haut mal unten in die Kommentare rein, was ihr noch so für Fragen haben könntet dazu, ob wir noch eine Folge machen sollen, eure Fragen, eure Kommentare. Mal schauen, was rauskommt dabei. Und dann können wir dieses Thema ja ausweiten noch, wenn es Bedarf da hat. Aber genauso gehen wir auch rein, deswegen schon mal Abo und Like da lassen, in den nächsten Wochen wieder auf den Aufbau dieses Rades, dass man sagen könnte, okay, komm, wir machen wieder aus den vielen Bauteilen auf dem Boden ein komplett am Stück befindliches Fahrrad, was auch ein kleines Tuning erfahren wird, dass das Rad auch richtig Bock macht beim Fahren. Soweit die Folge. Lasst noch ein Abo da, lasst noch ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis dann. Ciao. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through.